Es ist ganz besonders wichtig, dass bei Flüssigkunststoffen keine Hohlstellen unterhalb vom Vlies sind, keine Lufteinschlüsse. Und da haben wir heute einen Quick-Tipp für euch. Da zeigen wir euch den Wandanschluss, wie ihr idealerweise diese Hohlstellen vermeiden könnt. So, wenn die Vorlage aufgebracht ist, dann haben wir hier unseren Vlieszuschnitt entsprechend schon mal vorbereitet. Diese Schnittmuster, die wir hier drauf haben, die helfen euch beim Zuschneiden. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Es sind immer 5 cm Abstand zueinander. Wenn wir das Vlies entsprechend vorbereiten, dann schauen wir, dass wir hier diesen Knick, den wir hier in der Wand haben, auch schon mal passend machen. Das heißt, man kann hier mit der Schere entsprechend drüber streichen und dann hat man hier schon mal einen sehr guten scharfkantigen Knick. Da legen wir das Vlies hier mit ein, so dass es dann auch schön an der Wand liegt. Drücken das mit den Fingern leicht an. Und was euch jetzt hilft, ist auf jeden Fall mal so ein Werkzeug wie ein Rollerbügel. Damit könnt ihr das sauber in diese Kante, in diese Ecke drücken. Ihr könnt auch damit das Vlies anstreichen, sauber hindrücken, sauber die Luft rausbringen unterhalb vom Vlies. Das heißt, es vermeidet letztendlich dann damit, dass ihr gegebenenfalls Blasen in der Abdichtung habt, in der fertigen. Und das Vlies ist damit einfach sauber durchtränkt, auch von der Unterseite, und liegt sauber und satt am Untergrund an, bevor die Nachlage kommt. Eben diese Kante, diese Aufkantungsbereiche hier unten, die sind wichtig, dass die lufteinschlussfrei anliegen, dass wir eine hinterlaufsichere Abdichtung hinbekommen. Und dann geht es direkt weiter mit unserer Nachlage, die wir dann aufbringen. Mehr zum Thema Flüssigkunststoff findet ihr auf der Bauder Webseite und die Links dazu unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr noch Fragen zur Anwendung von Bauder Liquitec habt, schreibt diese am besten gleich hier in die Kommentare. Denkt daran, den Kanal zu abonnieren. Jede Woche gibt es hier was Neues. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.